Heute will ich mal über Abstraktion des Verstandes reden. Und damit meine ich vor allem religiöse Glaubenssysteme oder irgendwelche Sportarten, wo man sich dann mit Vereinen identifiziert und gegen den gegnerischen Verein Aggressionen hegt oder gegen den anderen Glauben Aggressionen hegt. Und was ist es eigentlich? Das sind im Prinzip einfach Abstraktionen des Verstandes. Das heißt, im Laufe der Geschichte hat der Verstand Überhand genommen bei der Menschheit. Das habe ich auch schon mal erzählt. Die Sesshaftwerdung hat und quasi die Landwirtschaft hat dem menschlichen Geist Zeit gegeben, Kultur zu entwickeln, aber auch dem Verstand Zeit gegeben, krankhaft zu werden. Und dann hat der Verstand sich solche Abstraktionen erdacht. Das sind ja quasi nur erdachte Dinge, die nichts mit irgendwas Natürlichem zu tun haben. Glaubenssysteme, eine Religion ist von Menschen erdacht. Im Prinzip kann man es darauf herunterbrechen. Und auch Sportarten sind erdacht, die Spielregeln sind erdacht. Und wie kommt es, dass heutzutage wir uns so sehr mit solchen Sachen identifizieren, dass deswegen Kriege geführt werden und Gewalt ausgeübt wird? Ich rede zum Beispiel von Hooligans oder von den Glaubenskriegern im Nahen Osten und so weiter. Aber es kann auch auf einer viel niedrigeren Ebene zu solchen Aggressionen kommen. Zum Beispiel einfach zwischen ganz normalen Fußballvereinen, zwischen den Anhängern von Fußballvereinen. Es müssen nicht mal Hooligans sein. Es kann auch einfach sein, dass wenn die eigene Mannschaft verliert, der Tag für einen selbst versaut ist. Es ist auch schon so eine Art. Also man identifiziert sich mit diesen Dingen viel zu stark. Und sieht nicht, dass das alles eine Abstraktion des Verstandes ist. Man nimmt nicht Abstand. Es ist wie wenn man die Hand so nah vor dem Auge hält, dann erkennt man die Hand nicht. Erst wenn man mit etwas Abstand die Hand betrachtet, sieht man, dass es eine Hand ist. Und dasselbe sollte man mit solchen Verstandesabstraktionen tun. Sehen und auch vor allem mit Glaubenssystemen sehen, dass es einfach eine Erfindung des menschlichen Verstandes ist und dass es nichts mit dem wahren Ich, mit der wahren Realität zu tun hat. Und wenn man das erkennt und diesen Abstand wahrt, einen Schritt zurückgeht oder sogar auf eine andere Ebene geht und das betrachtet, dann nimmt es die Schwere aus dem Ganzen und man kann diese Dinge wieder mit Freude tun. Glauben, Religion mit Freude ausüben, wenn man es denn will, oder ein Fan von einem Sportverein oder Sport genießen mit Freude. Und so weiter. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.